Herzlich willkommen im Stempelpalast. Heute im sechsten und vorerst letzten Teil der Punchart-Reihe möchte ich euch eine Blume zeigen, die eben nicht mit der Eulenstanze gestanzt wird, sondern ganz normal mit Kreisstanzen. Ich habe mir dafür ausgesucht die 1 Zoll Kreisstanze und die 1/2 Zoll Kreisstanze. Entschuldigung, 1 1/4 Zoll. 1 Zoll hatte ich versucht, ist ein bisschen klein. Also 1 1/4 Zoll und 1/2 Zoll. Und ich habe unsere, ich nenne sie immer Sonnenstanze, benutzt. Da habe ich den Träger mitgestanzt, der hier unten drunter liegt. Ich lege das zur Seite und wir machen es gemeinsam. Da der Träger ein bisschen durchscheint, habe ich gedacht, ich nehme nicht weiß, sondern ein etwas milderes Papier. Das ist in dem Fall Vanille pur. Und dann nehmen wir Cardstock und Flüsterweiß. Ich stocke gerade, weil ich überlege, ob wir tatsächlich nochmal ein Blümchen machen in Blütenrosa, so wie ich es gerade gemacht habe. Oder ob wir nicht vielleicht einfach eine andere Farbe nehmen wollen. Was haltet ihr davon? Wir könnten ja vielleicht auch mal Heideblüte benutzen, oder? Lila Blümchen. Oder Flamingo-Rot. Flamingo-Rot würde auch passen. Das fände ich, glaube ich, auch gut. Dann machen wir mal Flamingo-Rot. So, dann habe ich aufgezogen aus den Bouquet Dots unseren Stern. Also es gibt in dem Stempelset Bouquet Dots 2 Hintergrundstempel. Und ich habe die Sterne aufgezogen. Und dann habe ich einfach auf ein Blatt Papier 3-mal abgestempelt. So, es ist auch nicht schlimm, wenn es hier so Linien gibt. Das fällt hinterher gar nicht so sehr auf, wenn ihr mal hier schaut. Ich habe hier auch einen Kreis gehabt aus einem, wo ich so doppelt habe. Das geht total unter. So, und jetzt überlege ich gerade, ob wir nicht einfach doch noch den hier... Ups. Ein bisschen... Ja gut, das war jetzt natürlich doof. Die Ecke hätte es nicht sein dürfen. Da müssen wir etwas genauer stempeln. Dafür haben wir ja 2 Seiten, ne? Dann stempeln wir ein bisschen genauer. So. Stellen fest, der passt nicht ganz. Gut, Hauptsache ein bisschen Farbe drauf. Wird schon. Dann machen wir das hier mal eben zu und nehmen aus unserem gestempelten 6 Kreise raus. Und einen kleinen Kreis. So. Und dann habe ich ein Lineal benutzt. Heute ist den ersten Tag nicht so warm. Es ist echt toll. Hier geht mal ein Lüftchen durch die Bude. Es ist wirklich schön. Kann man auch wieder arbeiten. So.
Ich habe jetzt den Nullpunkt genommen und 1,8 Zentimeter, nee, gar nicht, 0,8 sind es nur, die Linie von 0,8, damit ich also immer quasi denselben Abstand habe, habe ich also den Nullpunkt angesetzt. Das wird quasi die Blumenmitte und habe dann diese Linie, das kann man sehr schlecht sehen gerade, aber diese Linie bei 0,8 Zentimetern angelegt, sodass also immer derselbe Abstand da ist. Hier auch den Nullpunkt wieder in den Nullpunkt hinein hier oben und dann 0,8 als Linie. So, und dann entsteht hier quasi ein V. Ich hoffe, man kann das sehen hier. Ein V. Das machen wir jetzt auf allen sechs Blümchen. So 0,8. Hoch, das war falsch rum. So, bei 0. Während ihr dieses Video heute seht, komme ich ja tatsächlich schon aus dem Urlaub wieder zurück. Aber heute ist noch Hochzeitsworkshop in Weihe. Und darum bin ich ja schon wieder unterwegs. Sonst hätte ich ja noch ein bisschen im Urlaub bleiben können. So, 3, kommt hier Nummer 4. So. Ich würde mich übrigens sehr freuen, wenn ihr mir ein Feedback hinterlasst, wie ihr diese Punch-Art-Reihe so fandet. Ob ihr noch mehr davon sehen wollt oder ob ihr vielleicht mal eine andere Idee habt, was ich euch zeigen soll. Da würde ich mich wirklich sehr freuen. Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr das so findet. Ich habe in einem meiner letzten Videos schon mal gesagt, ich freue mich auch über ein Däumchen hoch oder ein Däumchen runter, wobei tatsächlich ich Däumchen runter ohne Kommentar gar nicht erst ernst nehme. Weil wer mir nicht sagen mag, was er schlecht findet an meinen Videos und ich mir dadurch nicht die Chance gibt, dass ich besser werden kann, da ist es mir dann auch ziemlich egal, wie viele Däumchen er da meint, dass er da runter machen muss. Über ehrliche Kritik oder Verbesserungsvorschläge bin ich aber offen und dankbar und lade dich somit herzlich ein, mir das in die Kommentare zu schreiben oder auch gerne als private Nachricht, als E-Mail, wie auch immer du mich kontaktieren magst. So, dann haben wir jetzt alle sechs Blümchen fertig. Wir haben hier unseren Träger und jetzt falten wir quasi das, was wir gerade so die Kante, die wir gerade gefaltet haben, einfach nach oben. Das machen wir bei allen. So. Nummer 4. Hier ist Nummer 5. Und Nummer 6.
So, und wenn ihr jetzt die so aufeinander legt, dann seht ihr, dass sie nicht ganz hundertprozentig ein Kreis werden. Die sind ein ganz bisschen kleiner. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Deswegen haben wir ja den Träger dann drunter liegen. So. Das ist der Plan aktuell. Das versuchen wir jetzt aufzukleben. Und zwar, wenn ihr jetzt mal schaut, diese beiden gegenüber, damit sie irgendwie mittig sind, liegen sie trotzdem über den Rand. Sie sind also, die Blume ist etwas größer als ihr Träger. Und damit können wir nämlich auch diesen unschönen Rand hier oben kaschieren, wo der Stempel nicht ganz ausgereicht hat. Damit ihr wieder seht, was ich hier tue, nehmen wir die Pinzette. So, ich lege das einfach dagegen, gucke, dass links und rechts ungefähr gleich sind. Und klebe es auf. Das mache ich natürlich auch mit den anderen fünf. Versuche die Mitten so ungefähr beieinander zu behalten. Aber wichtiger als die Mitte, die wird ja hinterher verdeckt, ist bei mir außen. Ich muss noch ein bisschen rüberrutschen hier. So. Dann nehmen wir den nächsten. Und auch gleich den nächsten da rein, damit wir die beide nochmal gegeneinander verschieben können und die Abstände ein bisschen angleichen und anpassen können. So. Sehr schön. Das Ganze machen wir dann hier auch noch mal. Dann schieben wir hier auch wieder beide gegeneinander, damit die Abstände zwischen den Blumen ungefähr funktionieren. Ich schlage das noch mal ein bisschen zu. Darum achte ich dann auch immer darauf, dass ich entweder links oder rechts jeder Blume oben habe, dass das nicht unterschiedlich ist. So, dann können wir die Blume nämlich auch mal platt drücken. Ein bisschen Pummelarbeit. So, genau, dann können wir es hübsch aufstellen.
Dann habe ich von den Mini Dimensionals 3 Stück genommen und hier einfach in die Mitte geklebt. Den ersten schön da unten rein. Den zweiten direkt da drauf. Und auch den dritten noch direkt da drauf. Und dann habe ich vom obersten den Träger abgenommen. Das ist ein bisschen tricky, weil durch die Folie kommt nicht zwingend nur der Träger, sondern vielleicht der ganze Dimensional hoch. So, und da habe ich dann unseren Stern noch oben drauf geklebt. Also den Stern im Kreis. Unsere Mitte noch oben drauf geklebt. Ja, und schon ist das Blümchen fertig. Das Ganze könnte man jetzt auf eine Karte kleben. Ich habe ja für mein anderes Blümchen hier so eine 10x10 Karte genommen und DSP darunter geklebt. Man kann es einfach so auf die Karte setzen und schon ist das Blümchen fertig. Ja, das war das. Das war meine Punch-Art-Serie. Ich hoffe, wie gesagt, sie hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über einen Kommentar, Däumchen hoch. Wie auch immer, wenn ihr noch mehr vom Stempelpalast sehen wollt, dann lasst mir gerne ein Abo da. Ja, ich verabschiede mich erstmal und hacke mal was Neues aus, was ich euch dann so im Laufe der nächsten Wochen noch zeigen kann. Ich überlege aktuell so ein bisschen nach so einer Weihnachtsserie. Würde gerne früh anfangen, damit ihr auch einfach noch ein bisschen Zeit zum Nachbasteln habt. Ich tue mich aber auch so ein bisschen schwer damit. Also ich bin natürlich auch diejenige, die Weihnachten im August, also Lebkuchen im Supermarkt und so, finde ich nicht lustig. Entschuldigung. Und weiß nicht, wie das so ist, wenn ich das jetzt quasi mitmache, indem ich auch schon anfange, so früh mit Weihnachtssachen. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich selber auch, wenn ich erst im Dezember damit anfange, habt ihr auch keine Zeit mehr, das nachzubasteln. Ja, vielleicht warte ich einfach noch bis zum September oder so. Ach Gott, das ist alles so schwierig. Naja, dies hier war jetzt erstmal Punch Art. Ich denke jetzt weiter darüber nach und wünsche euch noch einen tollen Tag. Bis dann. Tschüss.